Moin, moin, meine Lieben. Willkommen zurück bei 7 Days to Die. Da sollte eigentlich irgendwas noch dazu kommen, aber ich weiß nicht mehr was. Ach ja, immer noch in der 8. Wie ihr seht, ich bin voll im Sprint. Wir hatten beim letzten Mal ja kurz vor Tagesanbruch aufgehört. Und ich sprinte voll in die falsche Richtung. Ich hält. Fängt gut an. Ich wollte eigentlich so ganz dezent. Ihr hört die Schritte, das hastige Laufen, schwarzer Bildschirm, Einblendung und BÄM! Voll im Geschehen. Und ich laufe in die falsche Richtung. Klasse, wunderbar. So soll das sein. Nicht. Was wollen wir? Ich will meinen Kram. Ich will definitiv meinen Kram. Ich kann das einfach nicht so auf mich sitzen lassen, zweimal in dieser schönen Schule auch noch hops gegangen. Ja, wenigstens eine kleine Gutmachung, ein paar Federn, immer schön. Ich sehe schon kommen, dass wir jetzt auch ein drittes Mal da wieder drauf gehen, aber das nehme ich gerne in Kauf. Ich will mein Kram. Kann noch beim Wasser bleiben. Und sobald wir meinen Kram hier haben, was hoffentlich jetzt passieren wird, machen wir danach einen Abstecher zur Militärbasis, die hier ganz in der Nähe ist. Oder? Da war doch eine, ne? So, ihr Feiglinge, wo seid ihr? Whoa. Das war nicht wörtlich gemeint, Kollege. Wirklich, ich bin ganz lieb. Weil diesmal logge ich sie nach draußen. Doch nicht. Wage ich es? Und geschwind wieder raus. Ja, ich bin heute Feigling. Hui. Das müsste die sein. Die Polizeistation haben wir ja soweit durch. Moment mal. Ne, schon gut, hab nichts gesagt. Ich dachte mir eigentlich, wir haben eventuell noch eine Pickaxe mit dabei. Den hätten wir dann nochmal den einen Raum leer looten können, wo der Waffenschrank drin war, aber die habe ich jetzt vergessen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir es jetzt hier in dieser Folge lebend aus dieser Schule rausschaffen. Dementsprechend habe ich auch nichts zu essen, nichts zu trinken, ich habe gar nichts dabei. Oder? Doch. Ich rede hier nur noch Blödsinn. Aber das seid ihr von mir ja gewohnt. Schauen wir mal, was wir so unterwegs noch finden. Oh, diese Fläche ist so toll. Hier hatte ich mal mich ein bisschen so dran versucht, so eine kleine Basis aufzubauen. Und gucken, wie man die am besten sichern kann. Auf offener Fläche. Da hat sich hier diese Ebene, sie war recht schnell freigeräumt. Die hat sich richtig angeboten. Da habe ich übrigens mit einem Rampensystem herum experimentiert. Was leider... Was für eine Begrüßung. Explosivpfeile. Ich fühle mich gerade an das alte Spiel Turok erinnert. Gab es sowas nämlich auch. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht irgendwo drauf latsche. Ich kenne ja mein Glück. Mistvieh.
voll an die Wand genagelt. So gefällt mir das. Okay. Einer grunzt noch. Der soll mich jetzt aber mal gar nicht interessieren. Ich wollte gerade sagen, die waren doch mal so offensichtlich, die Dinger. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte bei so einer Zombie-Apokalypse wesentlich Besseres zu tun, als scharfe Landminen einzusammeln. Ja? Cool. In der Hoffnung, dass mir jetzt keiner hier ins Genick springt. So, komm, los, schneller, schneller, keine Zeit. Pro Munition. Wehe, da ist nichts Tolles drin. Ernsthaft. Wer hat hier gezischt? Was soll ich denn bitte mit Raketen ohne einen Raketenwerfer? Kann man das mal eine verraten? Und vor allem, wo knallt es hier andauernd? Bin ich jetzt blöd oder was? Ich höre doch Gegrunze. Ich sehe auf der Karte nichts. Schwierig. Das gefällt mir schon besser. Och, leck mich. Ernsthaft? Die marschieren hier nicht ernsthaft jetzt voll ins Lager rein, oder? Doch, tun sie. Ich glaube, die Sniper hält auch nicht mehr so lange. Verdammt. Wie viel ist von der Horde noch über? Oh, ein Großteil zieht vorbei, das ist schön. Hätte ich mal abwarten sollen, ne? Ich hält. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass der Schaden von den Minen auch erhöht wurde. Was ich eigentlich als relativ überflüssig erachte. Denn die Dinger haben zumindest mich selbst mit der besten Rüstung gnadenlos niedergemäht. Also es gab nichts, womit man irgendwie den Tod hätte verhindern können bei den Dingern. Was ist da los? Macht ihr hier Mittagspause oder was? Haut ab. Ich sehe mein Glück schon wirklich kommen. Durch irgendeinen ganz, ganz blöden Fehler latscht gleich die ganze Horde wieder zurück, weil sie mich irgendwie gehört haben.
Ich sehe das echt schon kommen. Ja, gut. Wasser nehme ich mal mit. Jetzt habe ich doch ein leeres Glas eingesammelt. Das wollte ich doch gar nicht. Ein Pokal. Ah ja. Noch ein Pokal. Ich will nicht wissen, was die Soldaten hier getrieben haben. Reparaturkit wäre jetzt ganz nett. Ich habe meine ja wieder zu Hause vergessen. Jung. Nicht gut. Also gut schon, aber... Ohne Reparaturkit wird es allmählich kritisch. Na, die nehme ich mit. 13 Stück? Wow. Okay. Gab es ja nicht immer noch so einen Aussichtsturm? Ja, ist doch gut. Nee, in diesem Camp natürlich nicht. Gut, dann führt uns der Weg erstmal wieder gen Heimat. Da lang? Die Richtung? Ja. Ups. Ich glaube, ich bin aus dem Gefahrenbereich jetzt raus. Denn holen wir nämlich von zu Hause einmal das Reparaturkit. Befüllen uns auch noch mit ein paar Vorräten. Und dann werde ich wohl spätestens nächste Folge wieder eine kleine Schnitzeltour machen. Ja, doch. Einfach mal wilde Sau spielen wieder. Ein Knochen. Warum legt man einen Knochen in sein Auto? Ich verstehe es nicht. Ja. Ach, hier war ich schon. Gut. Mache ich mir noch ein paar Pfeile? Ja, ne? Sicher ist sicher. Wenn denn doch wieder so eine Horde auftauchen sollte. Oder höchstwahrscheinlich wird. Dann ist es doch besser, immer noch mal ein bisschen Munition dabei zu haben. Als ganz nackig vor denen zu stehen. Blub, blub. Wo habe ich sie? Nein. Da. Ich hatte doch mal mehr. Bin ich jetzt bläde? Repariert 40. Ja. Das wollte ich ja nur wissen. Damit kann man arbeiten. Brauche ich sonst noch was? Ja, ich nehme die Pickaxe mit. Du bleibst hier, du bleibst hier. Ihr bleibt definitiv hier. Du auch, du auch, du auch, du auch. Du kommst mal mit. Für den Fall der Fälle, dass ich wirklich unterwegs was finde. Genauso wie die Schrotflinte. Du bleibst hier. Oh, du kommst mit. Bleiben, 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 bleiben. Mit. Bleiben. Ich weiß, ich habe jetzt keinen großen Elan, lange zu sortieren. Da.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist schön. Zählen kann daher. Ach. Nee, Quatsch, brauche ich gar nicht. Ich hab doch noch. So. Davon wandert aber ein großer Teil hier rein. Sollte ich doch mal hops gehen. Und ja, das wird passieren. Ups. Irgendwo wäre in Sicht. Wo gehen wir denn überhaupt mal hin? Wo spielen wir wilde Sau? Ich würde ja ganz gerne in die Richtung erstmal runter und hier die Häuser abgrasen. Und dann eventuell einen Schlenker nach Dearsville machen. Weil ich brauche erst ein bisschen Munition. Gut, wir gehen jetzt schon los. Die Folge ist zwar gleich vorbei, aber wir können zumindest eine kleine Strecke schon mal schaffen. Das ist sowas, das finde ich immer noch nicht so ganz schön. Ja, das auch nicht. Wenigstens laufe ich jetzt gerade mal richtig. Das ist ja schon mal ein Anfang. So. Ich finde es ganz interessant. Die Alpha 9 ist noch gar nicht draußen. Und Matt Mole ködert uns ja schon wieder mit neuen Bildern aus der... Achso, aus der Alpha 10. In der Alpha 10 wird im... In der Alpha 10 wird übrigens erst die neuen Animationen für die Zombies implementiert werden. Das schaffen sie zur A9 nicht. Ich sehe da schon kommen, dass hier drin gleich auch wieder so viele sind wie in der Garage da bei mir. Da will auf jeden Fall einer raus. Ja, da wollen schon mal zwei raus. Oh. Das wäre jetzt so ein astrein geiler Schuss geworden, weil ich so auf den Kopf gezielt habe, aber nö. Ernsthaft? Ach ja, man kann ja nicht mehr durchschießen. Oh, was für ein... Ich höre eine junge Dame. Wow! Arschloch, blöd, Mann. Kacknase. Komm her, Missy. Ah, dürfte leer sein. Auch nicht. Ernsthaft? Wo kommst du denn her? Blöde. Da! Ernsthaft, warum nimmt. Nein. Warum hat so eine Frau Bleigewichte, also Angelblei in der Tasche? Ich werde die Frauen nie verstehen. Zwei Tote. Keine Munition würde erklären, warum sie tot sind. War schon jemand anders hier oder was ist los? Das habe ich übrigens schon ziemlich oft auch im privaten Survival gehabt, dass in so ein Karton
einfach nur ein blödes Blatt Papier drin ist. Und ich war am Rätseln, was könnte dieses Blatt Papier denn symbolisieren? Ich habe einfach mal beschlossen zu sagen, okay, das ist wohl ein Lieferschein gewesen oder sowas. Oh! Ich habe die Zeit ganz aus den Augen gelassen. Wir sind am Ende. Ja, das kommt davon, wenn man nur schnell nochmal looten will. Also Freunde, ihr kennt die Chose. Wenn es gefallen hat, Video teilen, Daumen nach oben, netten Kommentar da lassen, freue ich mich drüber. Wenn es nicht gefallen hat, auch in Ordnung. Daumen nach unten, bitte Kommentar dazu. Das lässt schon wieder bei euch ein bisschen nach. Ne? Also wenn ihr schon auf diesen Daumen nach unten klickt, ein Kommentar darunter, der Daumen zeigt schon in die Richtung, wo ihr es eintragen müsst. Und mir einfach bitte sagen, was euch denn nicht gefallen hat. Und Aussagen wie, nee, doof, lasse ich nicht gelten. Ja, das wird, glaube ich, mein letzter Pfeil sein. Das war jetzt ja sowas von klar. Du. Jetzt muss ich nachladen, verdammt. Und du. Hat er gerade seine hässliche Visage dadurch gesteckt? Naja, egal. So, ich verabschiede mich hier von euch und hoffe, euch in der nächsten Folge dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.